Kapitel 10, interessant. Ja, die Frage ist, jetzt wo wir gerade so das neue Kapitel angefangen haben, sollen Ja. wir an de dem Punkt mit dem Stream nicht Schluss machen? Okay. Ja, nein, das ist jetzt die Frage. Weil wir müssen ja noch dann ein Part davon für YouTube vorbereiten. Stimmt, ja. Ich weiß halt nicht mehr, wie lange das Spiel geht, verstehst du? Das ist, Okay. ich weiß halt nicht, ob wir bald am Ende sind, weil wir müssten ja jetzt durchs ganze Gebäude so langsam durch sein. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Das ist so die Frage, genau. Aber ich gehe davon aus, dass wenn jemand jeden Tag 4 Stunden spielt und dafür 4 Wochen braucht, dass das noch lange nicht das Ende ist. Meinst du? Ich denke. Okay. Naja, gut. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Die war doch wohl im ersten Stock, war die doch. Ne, unten war die doch, meine ich. Ne, oder war die hier oben? Die war hier oben, ne? Die haben wir dann mit dem Rollstuhl hochgefahren, ne? Da war ich nicht mit dabei, Michelle. Ah, da! Guck mal. Da sitzt sie noch. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Auch wenn wir durch das Bett. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama hört uns jetzt ab. Sie hat uns lieb. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich Mama habe nur holt uns gehorcht, jetzt ab. Auch wenn wir böse Sie hat uns lieb, auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Krass.
Okay, vielleicht ist das doch das Ende. Wahrscheinlich schon, oder? Kann man jetzt von ausgehen, ja. Oder auch nicht. Aua. Oh. Oh, was ist das? Aber ich glaube, so ein... 7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich oft in Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, ist, wie masturbiert jemand, der komplett am Bett festgebunden ist? Ja, vielleicht hast du noch so ein bisschen Bewegungsfreiheit. Die Frage stellt sich mir dann jetzt tatsächlich doch. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerungen machen mir Angst. Aber ja, alles nur deine Einbildung? Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerungen. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, du bist deine Erinnerung. Okay. Weil wir spielen ja im Endeffekt ihre Geschichte. Ja. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig, in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Niemand hätte einer Irren geglaubt. Und dann noch eine Irren, die in schwerer Sünde lebt. Eine solche Person wäre doch wohl nie ein Opfer von Vergewaltigung geworden. Nein, sicher nicht. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen. Sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Das waren die einzigen Behandlungen, die einen Versuch wert waren. B, ihr wart so viele und weil sie so wenige waren, blieb ihnen da etwas anderes, als diese Hölle so in Schach zu halten. Oder C, der Zweck heiligt immer die Mittel.
Für jene, welche die Macht haben. Ich würde sagen C. C? Ja. Meinst du? Okay. Ja, was würdest du denn sagen? Ja, ich weiß es nicht. Dann machen wir mal C. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Vielleicht gibt es gar nicht um René, um diese René jedenfalls. B. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Oder C. Warum dann verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Das ist eine gute Frage. Ich tendiere zwischen B und C tatsächlich. Ja. Ich hätte auch B gesagt, oder? Ja, dann machen wir B. 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen. Hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Aua. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Die Elenden dieser Welt wurden hier eingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keinen Gedanken mehr an sie zu verschwenden. B. Wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was fehlte, war, euch ruhig zu stellen. Oder C. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? B. Würde ich sagen. Okay. Ruhig, sei friedlich, nicht aufregen. Dich stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Hunderte von unruhigen, Geisteskranken in zu kleinen Räumen. Das Ruhigstellen, das war nur zu eurem Besten. Gab es eine andere Lösung? Ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen. Oder C, nein, wäre es nicht. Aber auf diese Weise konnten die da draußen es leichter akzeptieren. Ich würde sagen C. Ja. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen.
Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Okay. Machen wir das doch. Damit sind wir jetzt schon sehr tief, ne? Ja. Boah, krass, die Musik hört sich auch schon so übel an. Aber ich glaube, allzu weit vom Ende sind wir nicht mehr, Jan. Ich glaube auch nicht. Weil im Endeffekt haben sie ja gerade das Ende vorweggenommen. Hm. Sind Amaras Sachen. Da bin ich sicher. Okay. 12. März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen. Die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut. Hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin. Sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt, es gibt so viele ordentliche Leute hier, ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt, sie wusste von dem Mann. Darum wollten sie auch, dass sie aus meinem Leben verschwand. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester, ich erinnere mich irgendwie... Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Amara, da ist sie. Sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Suchen wir nach den Sachen der Krankenschwester im Schwesternzimmer im ersten Stock.
Im Schwesternzimmer. So. Alles gut? Weil, ja, weil ich das vergessen habe, ja. Was ich habe gerade nur noch mal für den Stream ein bisschen Werbung gemacht. Für welchen? Für den hier? Den wir jetzt gerade. Ja. Aha. Das könnte das Schwesternzimmer sein, ja. Oder? Oder doch eher ein Untersuchungsraum wahrscheinlich. Wie hat denn so ein Schwesternzimmer auszusehen, Jan? Das ist eine gute Frage. Da müsste auf jeden Fall ein Tisch drin stehen. Und meistens auch noch irgendwie so Tassen oder sowas. Tassen? Weil die alle Kaffee trinken oder was? Ja, oder Tee.
Juni 1935. Viel Theorie und Handeln für privilegierte Menschen. Das hat jetzt ein Ende. Es ist endlich der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Volterra ist der geeignete Ort für eine moderne Heilanstalt, in dem Ärzte, die etwas verändern wollen, die richtige Umgebung finden. 20. November 1935. Der Schritt über die Schwelle in diese Nervenheilanstalt war wie das Betreten einer anderen Welt. Eine Welt aus Gerüchen, Geräuschen und Bildern, die sich jenseits der Vorstellungskraft befinden, die sich kaum beschreiben und erklären lassen. August 1936. Hier ist es wie in vielen anderen Anstalten auch. Die Abteilung ist übervoll, hunderte von Geisteskranken werden von einer Handvoll Krankenschwestern überwacht. Sie sind gezwungen, die Patienten, die am unruhigsten sind, ans Bett oder an die Heizkörper zu fesseln. Sie arbeiten rund um die Uhr, das ist doch unmöglich, so zu arbeiten. Wir, die Ärzte, sehen die Patienten selten. Die Krankenschwestern erstatten uns Bericht über das Befinden der Frauen. Das ist auch nett. 1937. Der beißende Gestank in den Abteilungen, das Stimmgewirr und ständige Schreien, das fast nichts mehr Menschliches an sich hat. Nackte und dreckige Körper, die keine Würde mehr haben. Das Irrenhaus hüllt einen aus, zerrt innerlich auf. Ich denke oft daran, wegzugehen. Ich fühle mich unnütz, machtlos, wie eine Art Gefängniswärter, der Mitgefühl hat, dass niemand etwas nutzt, nur mir, um mein Gewissen reinzuwaschen. 15. März 1938. Jeden Tag spielt sich vor mir etwas Dramatisches ab. Ich versuche, Abstand zu wahren. Ich tue das Wenige, was ich imstande bin, zu tun. Vor einigen Tagen ist jedoch ein Mädchen eingeliefert worden. Ihren Blick habe ich nie vergessen können. Nur durch ihr Schweigen hat sie würdig die Bitte ausgedrückt, nicht aus ihrer Welt gerissen zu werden. Und ich? Ich könnte ihr Vater sein. Der Vater, den sie nie gehabt hat, der sie nicht gewollt und der sie zurückgewiesen hat, ohne sie zu kennen. Ich habe sie auch zurückgewiesen, habe ihre Bitte abgelehnt, war nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu unterschreiben und sie dadurch in die Hölle zu verdammen. Sie ist eine Gefahr für sich und die anderen. Sie ist ein öffentliches Ärgernis. Das stand auf dem von der Polizei ausgefüllten Blatt, dem zu widersprechen wäre schwierig gewesen. Wie viel Gewalt wird diesem Mädchen noch angetan werden? Ihr Blick ist so tiefgründig, so weit entfernt, unbeschwert zu sein, was sie in ihrem Alter eigentlich sein sollte. Ich habe in meiner Einsamkeit im Bett geweint, als ich an diese traurigen Augen und den verängstigten Blick denken musste. War das jetzt das Schwesternzimmer? Das würde ich so sagen, ja. Okay. Juni 1935. Viel Theorie und Kliniken für privilegierte Menschen. 1937. Das hatten wir auch schon.
Da sind wir mal wieder auf der richtigen Fährte, würde ich sagen. Ich hoffe es. Irgendwas haben wir übersehen, Jan. Ja, aber ich wusste auch nicht was. Erster Stock. Also sie sind im ersten Stock. Dann war da einer von den anderen Zimmern hier. Ja, Schwesternzimmer ist ja wahrscheinlich in der Nähe von... In der Nähe vom Archiv müsste das ja eigentlich sein, ne? Ja. Oder? Ja, also wird ja sonst keinen Sinn ergeben. Warte mal. Ne. Den kann ich nicht mitnehmen, den Schlüssel hier, ne? Ne. Das wäre jetzt so schön. Ja, weil da liegt so ein Schlüssel. Und ich hatte hier gerade irgendwo so ein Schloss. Das hätte ja gut passen können, ne? Hm. Also steht dort A. Schwesternzimmer. Warte mal, hier stehen. Ambulatorio. Ambulatorio A. Was würde denn Schwesternzimmer auf. Latein? Oder Altgermanisch? Ich weiß nicht, was das ist. Oder ist das Englisch oder was? Nein. Das müsste, wenn Germanisch. Ja. So, warte mal, wir haben hier Sala Infirmeri 2. Okay, wir sind dann Okulista. Oh, ich kann das aber auch nicht so gut lesen. Boah. Soll ich jetzt mal probieren? Nee, das kannst du auch nicht lesen. Warte mal, ich mach mal ein Foto davon, ja? Auf dem Handy, da kann ich das vergrößern. Ich kann das sonst nicht lesen. So. Komm mal her. Weil da ist so ein Lageplan. Hm.
Tüsei Hui, kann das sein? Das wird zumindest irgendeinen Sinn ergeben. Oder ist das mein aktueller Standpunkt? Das ist mein aktueller Standpunkt, okay. Also, ja. Wir haben hier Scale, also Scale, Ambulatori, Sala Operatoria, Gynäkologia, Radiologica, Roologia, Rep Semigitate, Ambulatori, Degenza, Okulista, ja, irgendwas, was ziemlich verschwommen aussieht. Lavanderia, Fasoteria e Archivo Passenti und Sala, ja. Und Sala Infirmeri. Dann würde ich sagen, Sala Infirmeri hört sich ziemlich danach an, als wäre das das Schwesternzimmer. Aber ist Sala Infirmeri 2, ne? Okay. Steht da. Wo ist denn dann das erste? Das ist die Frage. Wahrscheinlich unten. Ja. Im ersten Geschoss. Sala Infirmeri, dann gucken wir mal, was ist das denn? 13. Wo finden wir das denn dann? Wo ist denn Zimmer 13? Dann gucken wir mal, ob das das ist. Dann brauchen wir nämlich hier nicht wie doof. Aha. Aber da war doch das Archiv. Ja, aber daneben. Da war jetzt zweimal. Da war ja einmal dieses Blablabla Archivo und dieses Sala Infirmeri. Aber hier ist doch das Archiv, oder nicht? Hä, ich check das nicht. Ich check das nicht an. Ich gerade aber auch nicht.